Und deswegen kann man natürlich da auch überhaupt nicht von Vertrieb sprechen. Also ein Ferrari wird nicht verkauft, der wird auch nicht vertrieben, der wird zugeteilt. Also da muss man sich hinten anstellen. Die Margen sind exorbitant hoch, die Umsätze sind stark, sie sind aber auch auf globaler Basis gut verteilt, also kein Klumpenrisiko. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen oder guten Abend zu dem heutigen Live-Webinar. Ich möchte einige Inhalte aus unserem Fonds vorstellen. Das ist das Update für den EIB Strategy Fund. Und haben hier ein ganz besonderes Unternehmen, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, das Sie sicherlich kennen, das Sie allerdings womöglich als Investment-These so noch nicht auf dem Schirm hatten. Kommt aus Italien. Ja, Ferrari. Ja, es gibt gar nicht so viele ganz tolle Unternehmen in Italien, aber Ferrari gehört definitiv dazu. Was hat uns dazu bewogen? Und da möchte ich Sie gerne ein bisschen mit einbeziehen. Deswegen frage auch gerne in den Chat, können wir das mit der Technik irgendwie hinbekommen, dass man da dass ich den Chat dann auch mal lesen kann? Geben Sie mir mal doch die Antwort auf folgende Frage: Was kostet in etwa die Haupt Inspektion eines Ferraris, wenn wirklich alles gemacht werden muss? Also vom Scheibenwischer bis hin Öl und alles, was Sie sich vorstellen können. So richtig großes, volles Programm. Geben Sie es doch mal bitte hinein. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wie finden Sie Aktien, mit denen Sie langfristig viel Geld verdienen können? 100%, 200%, 500%, auch 1000% sind mit Qualitätsaktien über Zeiträume von 5, 6, 7, 8, 9 Jahren möglich. Dazu müssen Sie natürlich sehr strenge Kriterien anlegen, um wirklich die besten Aktien zu finden. Ich habe dazu die Königsanalyse entwickelt, bei der wir Aktien nach Management, Geschäftsmodell und Bilanz auf Herz und Nieren prüfen. Mehr dazu finden Sie unten im Link. Ihr Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse. Ja, wir kriegen ein paar Werte. Ich lese es dann auch gleich vor. Die ersten Antworten sind da. Dankeschön für die Antworten. Also Andreas schreibt 15.000, Peter schreibt 5.000, Rainer 5.000, Wolfgang 20.000, Alexander 20.000. Also das sind 50.000 Euro und mehr, die da möglich sind. Natürlich auch immer ein kleines bisschen abhängig davon, was alles zu machen ist. Aber wenn wirklich richtig volles Programm ist, sind das aus meiner Sicht entkoppelte Zahlen. Also für 50.000 kauft man sich lieber ein neues Auto. Kann man ein deutsches, mittelständisches Auto kaufen, meiner Meinung nach. Aber andere machen einfach nur die große Inspektion. Und deswegen hat sich das auch, eigentlich ist es kein Autobauer, wenn man das so möchte. Da müssten wir noch mal kurz zurückgehen. Genau, danke. Sondern wir sind hier definitiv im Luxussegment. Denn diejenigen, die sich Ferrari kaufen, die kaufen den auch, wenn der heute keine 500.000 Euro mehr kostet, sondern wenn er 600, 700.000, 800.000 und noch viel mehr kostet. Also das ist entkoppelt von dem. Also wir sprechen hier definitiv von Luxusmärkten. Und das ist das Interessante für uns gewesen, auch entkoppelt von China. Ja, wenn wir jetzt heute andere Luxusgüterkonzerne anschauen, wie LVMH, wie Kering, wie andere, die von der schwachen China-Nachfrage schon getroffen sind, sichtlich getroffen im Chart zumindest, auch in den Umsätzen, dann kann man das von Ferrari überhaupt nicht sagen. Und das liegt an folgenden Grund, und da bitte auch gerne nochmal an die Technik in den Chat hinein. Wir haben das mal hochgerechnet oder vielmehr runtergerechnet. Du kannst auch gerne mal mitmachen. Wie viele Ferraris werden denn auf Umsatzbasis runtergerechnet am Tag verkauft? Gerne mal in den Chat hinein. Ich lese das dann auch wieder vor. Du kannst ja auch mal mitmachen. Am Tag. Das ist auch eine interessante Zahl. Weiß nicht, 10, 20? Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Also es sind etwa 25 Stück. Kann man natürlich nur so pauschal machen, weil wir Durchschnittspreise nehmen mussten und jede Ferrari ist natürlich anders. Und deswegen kann man natürlich da auch überhaupt nicht von Vertrieb sprechen. Also ein Ferrari wird nicht verkauft. Der wird auch nicht vertrieben. Der wird zugeteilt. Also da muss man sich hinten anstellen. Die Margen sind exorbitant hoch. Die Umsätze sind stark, sie sind aber auch auf globaler Basis gut verteilt, also kein Klumpenrisiko. Nach wie vor hat uns auch verwundert, ist Europa immer noch ein starker Absatzmarkt, genauso wie USA, genauso ja, Vereinigte Arabische Emirate, aber China auch. Also
Das ist wirklich interessant und sind da jetzt halt eben, haben den einen Rücksetzer vom Hoch genutzt, um da die erste Position ja, mit aufzunehmen. Genau. Ja, Sie schreiben es auch in den Chat hinein. Sicherlich, klar, hoher KGV-Anteil, das ist so. KGV muss man natürlich immer ein bisschen relativieren, weil KGV hat bei Wachstumswerten immer nur so ein, ja, hat sicherlich auch eine Aussage, aber wenn man heute eine Amazon sich anschaut oder so, die ja teilweise bei KGVs von 50, 100 oder noch mehr war, oder eine Nvidia, dann kann man das nur dann damit rechtfertigen, wenn das Unternehmen auch entsprechend wächst. Dann ist es zu rechtfertigen. Bei Value-Werten sind KGVs von 40 völlig uninteressant. Ne? Deswegen ist es also eine andere Idee. Genau, das ist also unsere Neuaufnahme.